Hui, da ist er wieder. Der Riese in Brothers Folge 3. Wir sind irgendwo noch in den Bergen, immer noch auf der Suche nach einem Heilmittel für Fatih und haben diesen hilfsbereiten Riesen getroffen, dem wir jetzt irgendwie helfen müssen. Wenn es so weitergeht, brauche ich auch bald ein Heilmittel für den linken Arm, weil es echt unbequem ist. Also wir haben es tatsächlich durchgezogen jetzt, also wir spielen es alleine, nee, zu zweit im Koop. Aber es ist nicht so die bequemste aller Armhaltungen. Oh, nee. Guck mal. Ah, das ist aber nett. Für ihn übrigens auch nicht. Vor allem, wenn ich hier so auf seiner Hand rumstehe, so die ganze Zeit auf seine Finger treten. So fühlen wir uns gerade. Ja. Ah. Schön nochmal auf die Finger drauf getreten. Naja. Uch. Es ist ein bisschen schwer wegzukommen von dieser Heimathütte von denen, oder? Also. Ja, es ist nicht unbedingt. Verkehrsmäßig top angebunden, die. Also, wenn da irgendjemand so einen, wie sagt man, Sackbahnhof vorschlagen würde, würden alle sagen: Ja, los, egal, wie viel es kostet, wenn es dauert. Kommt ihr. Oh! No! Du hast mich zum. Vollweisen gemacht. Zum Findelkind, nee, zum Einzelkind. Also eigentlich befördert. Mehr Spielzeug, mehr Geschenke, mehr Essen. Achso, siehst du, der kommt mit hoch. Und hilft der uns dann jetzt beim Rüberklettern? Das würde ich doch hoffen. Warte, jetzt bin ich gerade. Also bis hierhin ging es gerade eben. Ach, siehst du, genau. Das hat er vorher nicht gemacht. Wieso hat er das vorhin. Kann sein, dass der so ein bisschen boshaft ist. Kann sein, dass er ein bisschen dumm ist. Wie geht's denn auf diesen bepilzten Rücken? Über die riesigen Einheimischen. Die reden doch über mich genauso. Hey, die reden halt von dir als der riesige Einheimische. Nein, schon wieder. Oh Mann, ich hätte einfach nur nach oben drücken müssen. Genau. Ich dachte, ich muss mich da irgendwie so hochklimmen. Klimmzug so. Du hast geglaubt, dass der dumme, einfältige große Bruder die falsche Wahl gewesen wäre. Wobei ich komme ja auch. Vielleicht ist das der große Twist, dass er in Wirklichkeit der dritte Bruder ist. Der Riese. Und dann tun sie aber total peinlich berührt und tun so, als wäre es nicht so. Das wird schon wieder so eine Rocco-Stark-Nummer, oder? Nee. Nanu? Bei dem sind wenigstens alle Brüder gleich peinlich. Jetzt einfach nur nach oben, ne? Haha. So, siehst du mal. Tada! Wir müssen dem mal einen Namen geben, dem Riesen. Könnte der heißen? Hans und Karl. Dreh mal die Kamera bitte, ich möchte wissen, ob da ein Abgrund ist. Weiter geht nicht. Also warten wir erstmal, ob er vorausgeht. Irgendwas will er machen. Hui. Uah. So, und nu? Nochmal eins höher springen? Ja, das geht. Dann um die Ecke rum. Wer waren denn nochmal Hans und Karl? Das sagt er doch in Stirb langsam. Ach so. Euch nenne ich Hans und Karl, wie die beiden Riesen. Nie gesehen. Bis heute nicht. Nein. Also große Teile davon, aber nie ganz. Ja, drei Filme hast du verpasst, zwei dir kann man sich einfach nur schenken. Ich glaube, von den ersten dreien, da kenne ich auch ausgerechnet den schlechtesten am besten, nämlich den dritten. Der ist gar nicht so schlecht. Nö, aber das ist nicht so der Knaller wie die ersten beiden, oder? Wie nennen wir den Riesen denn sonst? Weiß ich nicht. Wie heißt denn den Riesen sonst? Hans und Karl ist schon gar nicht so schlecht. Ich könnte ihn ja Hans und Karl nennen. Okay, dann heißt er jetzt Hans und Karl. Ach, wie nett der ist. Wow. Das war cool. Vielleicht bringen wir uns jetzt zu seinen Riesenkumpel und dann wollen sie uns aufessen. Nee. So wie beim Hobbit. Sehr hübsch. Ich kann doch nicht schwimmen, du musst zuerst. Ich schon, aber kann man hier nicht oben lang? Nee. Na gut. Ja. Ach da. Wind oder waschen wir uns gar nicht. Und im Sommer, da gehen wir zum Boden. Sollen wir da hinten nur noch hinschwimmen? Da auch noch das Gefühl, dass wir hier irgendwelche Secrets verpassen, aber scheinbar nicht. Wir sind halt so pflichtbewusst, dass wir sofort das Heilmittel wollen und kein Blödsinn machen.
Collectibles. Hier lang, oder? Ah ja. Da wohnt Meister Yoda. Ich finde es übrigens bemerkenswert, dass wir es geschafft haben, von diesem Dreigespann den einen Riesen Hans und Karl zu nennen und uns beiden keine Namen zu geben. Wie würden wir denn die beiden nennen? Einer sieht aus wie Jonas, der Ältere. Stimmt, das wollte ich auch gerade sagen. So ein typischer Jonas. Ja, so ein Jonas-Frisur, so ein Jonas-Gesicht. Und der Kleine? Also ihr Jonasse da draußen, ihr wisst schon. Wisst jetzt, was Sache ist. Wie könnte der Kleine heißen? Also entweder ist er halt... Einsilbig muss es sein. Ein Dennis, ein Kevin oder ein Tim. Nee, für Tim nicht so. Nee, weil das will ich Dennis. Auch mal jemandem nicht antun. Der Quentin. Nee, zu hip. Was war das zweite? Kevin. Ja, so heißt man auch nicht mehr. Eine Zeit lang haben ja Eltern ihre Kinder Tristan genannt. Ach. Was ist das denn? Ich glaube, da kann man sich hinklemmen. Ich probiere das jetzt mal. Da muss man da unten loslassen. Cool. Was haben denn diese Glühwürmchen zu bedeuten? Die spenden nur Licht, oder? Ja. Wie heißen denn so Kinder? Da! Irgendwas mit J. Nee, auch nicht. Aha. Nichts. Und man sagt immer noch Jonas und sein Bruder. Der Dings. Der kleine Bruder, der Dings. Ja, ich glaube, das machen wir so. Schau mal, wenn der Jonas damit anfasst. Der Dings schafft es ja nicht allein. Aber jetzt wird's lustig. Das ist ja wie beim Umzug. Ja, da geht du rechts, da rechts. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Wir müssen, glaube ich, hier lang, zu mir. Jetzt lass mich mal vorangehen. Wieso? Genau. Nicht an die Kante. Das macht Kratzer. Das ist doch wurscht, das ist ein Mayhaus. Ich bin hier gerade erst Das ist doch wunderbar. Nicht um die Kante, nicht kratzen. So, jetzt umdrehen. Achtung, hochkant. Das ist geil. Ich bin trotzdem bei einigen Umzügen immer wieder baff, was für Objekte durch was für Öffnungen passen. Nicht, okay. So, ja, aber es ist echt so. Da ist so eine 3 Meter Couch, riesengroß und halt dann nur so eine Hundeklappe in der Tür und irgendwie ja, durch, geht's dann durch, doch durch oft. Durch stundenlanges Verkanten und Schlichten und andersrum, auf einmal geht's dann. Ja. Das funktioniert doch einwandfrei. Das wäre übrigens ein Videospiel, wo ich bereit wäre, viel Geld für zu zahlen. Was? So ein total komplexes Umzugsspiel. Was man auch so wie das im Koop spielen kann. Ich finde, wir haben das jetzt super souverän hingekriegt. Das ist nur die Frage, wohin mit dem Turm? Da rein verkanten. Warte mal, wenn ich jetzt hier rüber gehe, so, bleib du mal da. Da ist einfach rein verkanten, so. Jawohl. Und jetzt haben wir doch hier irgendwas, haben wir jetzt hier aufgemacht. Ey, wann frei, jetzt kommen wir da rüber. Cool. Ha, 2 Gehirne. Wie der Jonas und der Dings das wieder gemacht Er nennt ihn aber auch immer so und der andere ist voll genervt schon deswegen. Ja. Der kleine Bruder kriegt eh schon immer nur das kleinere Stück Fleisch und so. Du Dings. Wieso kriegt der Dings jetzt auch was ab? Schieb mal an. Alter. Und jetzt? Zu mir. Und dann? Ein Schub. Dann? Lass uns wieder rückwärts fahren. Dann aber dann da lenken. Oben dran. Hä? Wie machen wir das? Ist nach hinten.
Du musst nach vorne, drück sie mal nach vorne. So, weiter, 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 weiter. Und beide nach vorne, so. Ha! Super. Ich habe irgendwie total Angst, dass wir am Ende von diesem Let's Play so Vulcan Mind Meld mäßig da nur noch eine Person sind. Der Hive Mind. Michani. Das klingt wie so ein Robotername. Feitmeier. Das hat Dave mal entwickelt, das Wort. Feitmeier. Das hat ein bisschen was von, hier ist die Stadt bei Herr der Ringe, Moria. Moria. Wobei ja alles, was irgendwie... Sie haben eine Mühe, toll. Hier muss... Die kann ich wieder da hoch. Kommt, da kommst Treiberleiter. Du jetzt drauf. Treiberleiter. Du musst, glaube ich, das Rad umdrehen. Aber ich brauche Räuberleiter. Achso, Räuberleiter. Also ich muss jetzt die Mechanik umdrehen, dass sich das nach oben zieht. Ja, ansonsten muss ich ziemlich schnell klettern. Aber du kannst bestimmt oben irgendwo umschalten. Da hängt so ein Haken. Der Haken, der Sache. Ah. Ach nee, aber ich muss, glaube ich, dranbleiben. Dann hängt's, dann bleibt's stehen, oder? Ja, dann bleibt's stehen oder dreht sich in die andere Richtung. So, jetzt. Ich glaube, ich werde das dann, wenn wir durch sind, das nochmal spielen, alleine. Um zu schauen, ob das, wenn man die beiden selber steuern muss, ob sich das dann ganz anders spielt. Wahrscheinlich ja. Glaube ich auch. Denn momentan ist es halt noch ein bisschen... Wir haben ein Gehirn. Simpel so. Viel, ja. Ja. Ich wenn ihr auch so gute Gehirne habt, dann macht einfach die Hälfte davon kaputt. Dann Alkohol, Drogen, dauert halt eine Weile. Hilft alles. Und regelmäßig Yellow Press lesen. Ja. Das hat bei mir auch geholfen. Fischi! Der attackt es im Angeln nicht so ganz. Er wäscht sich hier, der Jonas. Was macht der Dings für ein Scheiß? Also die kann man da wohl nicht raus, dann müssen wir die vielleicht irgendwo reintreiben. Ich glaube, das ist einfach nur Deko. Meinst du? Was ich sagen wollte, ist, dass möglicherweise, wenn man dieses Spiel durch hat, so ein ähnlicher Effekt eintritt, wie wenn man Portal oder Braid oder so durch hat, dass man dann auf einmal neue Art zu denken entwickelt. So Koordination und so, dass man seine Gliedmaßen zum Beispiel kontrolliert synchron bewegen kann. Beide Arme gleichzeitig. Living the dream. Ich bewundere das ja bei unserem Schlagzeuger immer. Wie viel man, also wie unabhängig man seine Gliedmaßen voneinander bewegen kann. So, das war jetzt ein super Rätsel, nämlich gar keins. Meinst du, man muss da... Wir kamen von hier, oder? Ja. Schon, oder? Schau, ich dachte aber, es gäbe hier nochmal eine Abzweigung, die wir noch nicht uns angeschaut haben. Geht's denn dahin? Oder kommen wir da her? Nee. Da kommen wir her, okay. Ja? Ja, da hier. So. Ja. Wieder zurück. Meinst du, man kann da einfach den Wasserfall runterspringen? Ich weiß nicht. Tja, wer gibt nach? Du. Immer das Dings, hey. Ja, jetzt Jonas. Das klingt auch wie so eine... Schau mal, da unten ist wieder so einer. So ein Riese, ja. Wie so ein Kinderfilm, wo dann tatsächlich die Ochsenknecht-Brüder mitspielen. Der Film heißt die Jonas und der Dings. Der Film würde eher Mensch Jonas heißen. Ausrufezeichen. Mit Katja Riemann als Mutter oder Corinna Harfuch. Wenn die Ochsenknecht-Kinder diesen Kanal gucken würden, wir hätten denen ja schon Drehbücher für die nächsten 20 Jahre zur Seite gelegt. Ja. Also mehr oder weniger den ganzen Rest ihres darbenden Kinderstar-Daseins können sie... Das ist doch schon lange vorbei. Das sind doch schon mal Teenies. Halt du mal fest. Ich halt fest. Nee, ich muss mal gar nicht. Geht auch so, guck. Das ist jetzt wie beim Kettenkarussell. Und jetzt? Schaut aber nicht gut aus. Halt die fest! Ich lass mich jetzt mal fallen. Ich nicht. Erstmal.
Das ist, glaube ich, dann auch tricky, wenn du es alleine spielst. Ach so, mit welcher Hand lässt du los und so? Der liebe Fritz hat das Spiel ja hier, da gibt's ja, man kann das ja kostenlos ausprobieren, gibt es auf Xbox Live Arcade diese Trial-Version. Und er sagte, das ist alles cool, solange man den, also solange der kleine Bruder im rechten, in der rechten Bildhälfte steht und der große Bruder in der linken. Aber sobald die eben die Position wechseln, kommt er mit dem Hirn nur ganz schwer nach. Okay. Zeig mich mal hin. Frage ist, warte, wenn ich jetzt aufhöre, geht das andere jetzt auf? Lass mich mal fallen. Ach, ich muss es hier weiter zur nächsten. Also es auch demnächst kommt, eine neue Folge, weil die hier ist aus. Wahnsinnsüberleitung, oder? Boah. Unglaublich. In der nächsten Folge mache ich dann hier auf. Bis dann. Ciao.